Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Soeben bin ich aus der Schweiz in Friedrichshafen mit dieser Fähre angekommen. Ich befinde mich hier immer noch im Hafenbereich und werde jetzt nach Meersburg wandern. Gibt wahrscheinlich etwas über 21 Kilometer. Soeben hat die Fähre Friedrichshafen wieder verlassen und fährt jetzt Richtung Romanshorn, Richtung Schweiz. Da drüben sieht man die Schweiz. Und hier vorne das ehemalige Kloster und der Spritzbrunnen. Hier einen Rundumblick von der Altstadt. Und da vorne die Nikolauskirche. Da gehe ich jetzt schauen, ob die offen hat. Schöne Blumen. Im Park. Wenn ich mich jetzt umdrehe. Ja, Spritzbrunnen. Da sieht man auch schön in die Schweiz rüber. Da oben ein Luftschiff.
Und hier der Hafen für die Privatboote. Das ist vom Kloster, vom Schloss. So einen kleinen Umweg, das zu besuchen. Die große Klosterkirche. Und hier im Kloster. Und danke. Ein riesiges Kloster. Wir werden jetzt mal schauen, wo wir in die Kirche reinkommen. Wahrscheinlich muss ich von der anderen Seite her. Ich habe die Klosteranlage schon verlassen. Leider habe ich einen Weg verpasst. Ich hätte doch am See entlang gehen müssen, für das Kloster auf der Rückseite zu sehen. Aber jetzt, ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Ich habe hier auch viele schöne Punkte auf meiner Wanderung, dass ich das nicht noch machen muss dort. Da hier komme ich mir vor wie in einem Gang, bin wirklich eingezäunt. Auf der rechten Seite sind die Villen und auf der linken der Seezugang. Bin immer noch eingezäunt. Hier ist die Villen. Und auf der anderen Seite der Haag zum See. Schade. Aber es sind halt alles hier Privatgrundstücke. Jetzt sehe ich doch wieder mal zum See runter. Jetzt befinde ich mich in einem Wald, wieder weit weg vom See. Ich hoffe dann, dass das sich ein bisschen noch ändert. Weil bis jetzt habe ich sehr wenig gesehen vom See. Gerade in Friedrichshafen und seitdem eigentlich nicht mehr. Endlich bin ich wieder mal am See. Blick Richtung Schweiz. Da mache ich jetzt dann noch einen großen Bogen. Da habe ich einen Küstenweg am Bodensee entlang. Und auf der rechten Seite sind die Dornier-Werke. Ganz bekannte Fabrik. Da nochmal Blick in die Schweiz. Hier habe ich ganz was Besonderes entdeckt. Schaut mal diese Pilze hier. So viele.
So, überhaupt eine interessante Gegend. Wieder im Wald. Schöner Wanderweg. Und auch zum Radfahren ist es hier nicht so schlecht. Ich habe mich soeben ein bisschen verirrt, bin durch einen Weg gekommen, der scheinbar nur im Winter geöffnet ist. Jetzt muss ich wieder ein kleines Stückchen zurück und bin hier jetzt wieder auf dem Sommerweg. Hier ist es ja sogar noch angeschrieben. Hier wäre der Winterweg rausgekommen und jetzt geht's so weiter. Sein altes Restaurant hier, Restaurant Traube. Vor mir eine große Obstplantage, auf die andere Seite rum die große Bundesstraße und hier der Dorfeingang von Fischbach. Also momentan nicht so eine schöne Strecke. Eine ganz schlimme Strecke habe ich da heute gewählt. Viel Verkehr. Zum Glück kann ich da auf dem Fahrradweg gehen. Jetzt bin ich gerade bei den Airbus-Werken vorbeigekommen. Und hier kann ich jetzt die große Straße verlassen. Schaut euch die schönen Blumen an. Ist das nicht schön da? Wieder ein bisschen Natur. Wir sind von dieser großen Straße weg. Ein kleines Schloss. Noch schön hier. Ist auf einem Campingplatz übrigens. Ganz oben haben wir Friedrichshafen. Ich hoffe, man sieht es. Dort, wo ich heute Morgen gestartet bin. So. Jetzt geht es auf dieser Seite weiter. Wieder ein bisschen zurück. St. Brunnen. Thank you.
ein sehr schönes Dorf. Innenstadt. So, endlich bin ich wieder aus dem Dorf raus. Wieder ein bisschen in der Natur. Ich habe da zwar zum Sehen immer noch einen Haken vor mir. Dafür auf der anderen Seite die ersten Reben. Schön da hier. Jetzt fängt es doch noch an, interessant zu werden. Hier ein kleines Tobel. Ein Bach, der hier runterkommt. Und hier geht er weiter. Ist auch schön. Mal einen Blick nach vorne. Da hier stehe ich schon wieder vor einem Schloss. Jetzt ist es doch ein bisschen hügeliger geworden da hier unten. Nicht mehr so wie in Friedrichshafen oben, wo alles noch flach war. Schöner Berg hier. Jetzt zum Schluss geht es hier noch diese Treppe runter. Und eine schöne Ecke. Dort oben ist ein Soldatenfriedhof. Soviel ich weiß, aus dem Zweiten Weltkrieg. Einen Blick Richtung Konstanz. So, hier drüben.
und die Schweiz ist hier. Da vorne ist dann schon mein Etappenziel. Das ist eine Fähre und ein normales Kurzschiff. Die Topografie hat sich ein bisschen verändert. Ich habe mittlerweile mehrere Hügel, schöne Rettberge. Insgesamt zur Strecke hatte sehr viele Terrasse Wege, also es war nicht so angenehm zum Gehen und auch nicht so Highlights. Es wird sich dann aber bei der nächsten Tour hier im See entlang ändern. Das weiß ich schon jetzt. Hier in Merzburg sind die Rettberge doch schon ziemlich steil. Da vorne eines von den Schlössern. Die werde ich übrigens das nächste Mal besuchen. Das ist schon ein ziemlich südliches Flair. Es hat heute sehr viel Fahrradfahrer gehabt. Es hat auch sehr viele geteerte Wege. Es war nicht so schön. Aber sonst, ja, ging es so. Schöner Garten. Hier in Merzburg endet meine heutige Wanderung. Danke, dass ihr mich begleitet habt.